Spiel 1. Hey Joko, hey Klaas, hier ist Timon. Vielleicht erinnert euch noch von der letzten Staffel. Da haben wir schon mal gegeneinander gespielt. Ich möchte nicht behaupten, dass ihr verloren hättet, aber ich habe auf jeden Fall gewonnen. Ihr müsst nur in einer einzigen Runde seinen Gedankenspielen widerstehen. Und das 1-0 für mich. Sehr gut. Dankeschön. Ah. Ich habe Papier geschmissen. Habe ich dich geschlagen? Ja, sicher. 4 von dir! Heute bin ich also zurück. Ich komme nicht allein. Ihr habt hier schon ein bisschen Übung gebracht. Deshalb bringe ich heute meine spezielle Mental-Geheimwaffe mit. Ich freue mich sehr drauf. Viel Glück. Mentalversagen Volume 2. Pro7 hat also im Prinzip gesagt, never change a winning mentalist und hat den schönsten und talentiertesten Mentalisten Deutschlands eingeladen. Und dazu kommt noch sein Versuchskaninchen. Hier sind Frank Thonmann und Timon Krause. Bin ich würdig? Bitte. Hallo. Timon, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen, Frank. Freue mich, wieder da zu sein. Timon, dass du ein großartiger Mentalist bist, das haben wir gesehen. Wir haben eben auch noch mal eine kleine Zusammenfassung dieser Schmach für Joko und Klaas zugeschaut. Frank guckt schon sehr verzaubert. Ja, aber warte mal, jetzt wird es nämlich noch viel spannender. Aber du bist auch Hypnotiseur. Erklär mal ganz kurz, was man da macht und warum. Hypnose ist, kenne ich einen klassischen Trance-Zustand quasi. Technisch gesehen hat es ganz viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Also quasi, wo Franks Aufmerksamkeit gleich wohl hingelegt wird oder von wo wir sie wegnehmen, sodass er bestimmte Sachen besonders gut wahrnimmt oder bestimmte Sachen nicht wahrnimmt. Also das heißt, du trittst im Prinzip nicht direkt gegen Joko und Klaas an, sondern durch den Geist und Körper von Frank. Wie schnell geht denn so eine Hypnose? Also das heißt, du machst das jetzt hier im Studio relativ schnell. Genau, also die erste Hypnose, als ich Frank zum ersten Mal hypnotisiert habe, das war das letzte Mal, als ich schon mal hier war, das dauert so 2 Minuten oder so, 1 Minute, 2 Minuten, jetzt gleich im Studio. Die neue Hypnose dauert jeweils, seht ihr gleich, dauert so 5 bis 10 Sekunden. What? Ich glaube, wir haben nur eine Chance, Joko, wenn ich dich auch hypnotisiere. Okay. Ja. Zeig mal. Mach mal. Mach mal. Es dauert 5 bis 10 Tage. 5 bis 10 Getränke. 5 bis 10 Getränke, kann ja nicht mehr reden. Also du hast es ja eben gerade schon gesagt. Also du hast ihn schon vorhypnotisiert, hinter der Bühne. Und, ja. Okay, also da sieht man, was machst du da jetzt, Timon? Das ist die Hypnose-Induktion. Genau, in dem Moment ist er weg, in Anführungsstrichen. Jetzt gebe ich ihm die Suggestionen, die er gleich braucht, um hoffentlich die Spiele mit mehr oder weniger Glanzresultaten zu bestehen. Also, Timon wird Frank gleich vollständig in Hypnose versetzen. Das ist der Zustand. Und zwar so, dass Frank in 4 unterschiedlichen Spielrunden immer besser sein wird als ihr. Es geht mal um Gedächtniskünste, mal geht es darum, den Körper richtig einzustellen und ihn zu beherrschen. Ihr müsst auch diesmal wieder nur eine einzige Spielrunde schaffen und gewinnen gegen Timon und Frank. Und dann habt ihr das erste Spiel gewonnen. Stellt euch bitte einmal hier hinter diese roten Würfel. Ich erkläre euch jetzt, was passiert. Die erste Runde ist ein Gedächtnistest. Und zwar habe ich hier ein Kartendeck mit 50 Karten. Ich erkläre euch gleich, was die Tafel hinter uns bedeutet. Ich teile die jetzt auf in einmal 25 Karten für euch und einmal 25 Karten für Joko und Klaas. Es ist kein normales Kartendeck, also nicht mit Pik, Karo und Kreuz, sondern auf diesem Kartendeck sind die erfolgreichsten Pro7-Shows abgebildet. Alle beide? Ja. Alle 4. Also, alle Pro7-Shows sind darauf abgebildet. Ihr seht sie hier mit Logo, mit Name, mit Zahl, 16 insgesamt. Das heißt, einige Shows tauchen häufiger in diesem Kartendeck auf. Habt ihr beide gemischt? Wunderbar. Dann gib mir die Karten bitte noch einmal. Durch. Oh, ich bin so aufgeregt, ich kann dir gar nicht richtig zuhören. Ich mag nicht gegen Phantomann irgendwas verlieren. So. Grabben. Ich tausche die Karten jetzt nochmal aus. Hier. Super, vielen Dank. Super. Vielen Dank. Legst ihr da einfach hin. Ich erkläre euch jetzt ganz genau, was passiert. Ihr habt also ein Kartendeck mit 25 Karten vor euch liegen. Ich werde jetzt die obersten 20 Karten vor euch aufdecken. Ihr müsst sie euch merken
und danach in der richtigen Reihenfolge wiedergeben. Das Team, das die meisten richtigen Karten in der richtigen Reihenfolge wiedergibt, gewinnt diese Runde. Ihr würdet dann das komplette Spiel gewinnen oder wir machen noch eine Runde weiter. Joko, du guckst dem Team auch nicht immer direkt in die Augen, das ist gefährlich. Okay, gut. Ja, ich müsste ihn dann jetzt einmal kurz vorbereiten. Der stiehlt deine Gedanken und dann hast du gar keine mehr. Zu mir drehen, einmal deine Hand auf meine legen. Joko, Klaas. Okay, einmal fest auf die Hand drücken, einen tiefen Atemzug ein, aus und bitte einmal laut und langsam von 10 bis 0 runterzählen. 10. Festdrücken. 9. Fester. 8. Fester. 7. Nochmal von 9 anfangen. 9. 8. 7. Und schlaff. Desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du sinken, deine Beine tragen dich fest. Sobald du gleich die Augen aufmachst, kannst du die Augen genau auf die rote Stele vor dir fokussiert halten, genau auf die rote Stele vor dir fokussiert halten. Alles, was in dem Moment an deinen Augen vorbeikommt, geht mit absoluter Klarheit in dein Unterbewusstsein, mit absoluter Klarheit in dein Gedächtnis gebrannt. Es ist 3, 2, die Augen bleiben auf die Stele fokussiert, nirgendwo anders. 1, langsam Augen auf, genau da, perfekt. Und genau da den Fokus halten. Okay. Gut. Frank ist vorbereitet. Du siehst jede Karte maximal 1 bis 1,5 Sekunden. Ja. Und wir starten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das ist der Kartenstapel mit der richtigen Reihenfolge. Okay, kommt zu euch. Sie warten, ne? Einmal die Füße fest auf dem Boden. So, und jetzt geht das ganze Spiel bei euch los. Du die ersten 10? Konzentriert euch. Nur, darf ich eine kurze Frage stellen? Ja. Ja, scheiß drauf. Mach einfach. Machst du die bereit? Ersten 10? Ja, ich mach jetzt die ersten 10. Willst du die ersten 10? Ja, wir verkacken eh. Also ist egal, ob ich die ersten 10. Merk dir die ersten 10. Dann mach du die ersten 10. Das sind alle, die drin sind. Mach jetzt, dann hast du die. Okay. Ist einfach, als wenn du die ersten 10 irgendwelche Karten gesehen hast. Nein, du machst die ersten 10. Ich fange an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, ich starte mit euch. 20 Karten in der richtigen Reihenfolge. Los geht's. Die Nummer reicht, richtig? Die Nummern. Kannst du mir auch die Nummern nennen? 2, 10, 6, 3, 4, 16, 16, 8, 2, Scheiße, 12. Aber danach kommt die 5, aber das bringt ja jetzt nichts mehr. Nee, das bringt nichts mehr. Danach wäre die 5 gekommen. Fuck, Alter, bist du gut. Alter, aber mega also. Gut. Boah. 1, 2, 3. Scheißegal, mega beeindruckend. 6, alles gut. 7, 8. Mehr als 8. Ich leg sie hin. Boah, Alter, hast du mich gerade beeindruckt. Das erste Mal. Ich hab's ja verkackt. Ich hab die 2 mir gemerkt, aber es war eine 12. Ich hab die 1 irgendwie nicht. Das ist nicht schlimm, weil ich hab exakt mir 3 merken können. So. Okay, Frank, einmal einatmen und einmal genau an den Moment Frank zurück. Frank muss mehr als 8. Dann hat er diese Runde gewonnen. Und dir vorstellen, dass du genau die gleichen Karten nochmal vorbeikommen siehst und go. Masked Singer. Galileo. Newstime. Galileo am Sonntag. Schlag den Star. Die beste Show der Welt. Galileo am Sonntag.
Queen of Drags. Gleichstand. Late Night Berlin. Geschafft. 9. Voice of Germany. 10. Schlag den Star. 11. Queen of Drags. 12. Die Herzschlagshow. 13. Fuck me. Schlag den Raab. 14. Late Night Berlin. 15. Die beste Show der Welt. 16. Die Herzschlagshow. 17. Zirkus Halligalli. 18. Das Duell um die Welt. 19. Topmodel. 20. Alle 20. Ja, Junge! Oh. Oh. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte gerade richtig einen Tatter. Also bei beiden Seiten. Das ist beeindruckend. So, komm einmal zu Sadi, Joko und Klaas. Timon und Frank, vielen herzlichen Dank. Erstmal, das ist ja, also, das schon. Also deswegen, Klaas, Frank, komm, ich bitte zurück. Aber das ist ja heftig. Also. Darüber. Das war die erste Spielrunde. Lass uns doch direkt weitermachen. Wir kommen nämlich zu Spielrunde Nummer 2. Die ist aufgebaut worden. Ganz einfach erklärt. Wer schafft es länger, seine Hand in der Höhe des Holzpflocks über eine brennende Kerze zu halten? Wir zünden die beide mal an. Timon, du bei dir. Ich hier drüben bei Joko und Klaas. Okay. Kannst du also, mal hinsetzen, wenn du möchtest. Das ist die gleiche Höhe. Du bist ganz gut, was Hitze angeht. Ich muss immer. Nee, aber bei. Achso, ihr habt euch schon entschieden? Nein, also aber wir haben ja schon öfter diese Aushaltmomente gehabt, wo Klaas dann Glühbirnen und so anfassen musste. Das hast du wahnsinnig lange ausgehalten. Ich habe das schon mal erzählt, ich muss zu Hause immer die Nudeln abgießen, weil ich offenbar das kann. Gut, also wir bei euch ist ja logisch, dass Frank das macht. Bei euch, aber. Ihr habt euch entschieden, Klaas wird es machen. Gut, also, auf mein Kommando musst du jetzt noch was machen mit Frank? Ja, einmal die Hände drauf. Ja? Perfekt, einmal hier vorne. Tiefen Atemzug ein. Mach auf, 3, 2, 1. Schlaff. Und dein Körper gibt dir genau, er macht mit, gibt dir genau das Signal, das du brauchst, um das Signal zu erhalten, um es durchzuhalten. Du machst es sehr, sehr gut. Nimmst einmal deine linke Hand oben drauf und Klaas, go. Genau, dann, wenn es zu warm wird, kannst du wieder wegziehen. Also das zweite Spiel. Die zweite Runde läuft bereits. Krass, er hat ein Steingesicht. Ja, am Anfang ist es ja noch okay. Wie heißt du? Batman. Okay, krass. Du kannst dir vorstellen, das ist mit absoluter Schmerzlosigkeit. Krass. Absoluter Schmerzlosigkeit durchhalten kannst. Perfekt. Die Anästhesie ist genau da. Mit absoluter Schmerzlosigkeit. Das ist 3, 2, 1. Und auch du kannst den Arm wieder hinlegen. Das war nicht mehr auszuhalten. Was? Ja, das war sehr heiß auf einmal. Das war punktuell sehr heiß. Ich habe so ein Ding gegen Mückenstiche. Das macht 51 Grad heiß. Das habe ich auch. Das kenne ich, dieses. Ne? Ja, und da dachte, ich, dadurch, dass ich das wirklich überall am Körper benutzen kann und nicht spüre. Ja, wir haben ja noch zwei Spielrunden. Ich kann mich entspannen. Klaas und Frank, bitte aufstehen. Kommt einmal zu mir. Klaas, das war's schon. Auch das bauen wir einmal kurz ab und bauen etwas Neues auf. Gut, stellt euch bitte wieder hinter die Roten stehen. Nee, ich will nur sehen, was du da alles hast. Ja, erzähle ich euch doch alles. Ja, ich bin nur neugierig. Gut, jetzt geht es ums Merken und schnell zählen. Ich werde gleich in diese Schüssel eine zufällige Menge an Lakritz-Drops reinschmeißen. Gehe dann mit der Schüssel einmal zu euch und einmal zu euch. Zeige sie euch 2 Sekunden und ihr müsst mir anschließend dann sagen, beziehungsweise auf die Kreidetafel aufschreiben, wie viele Lakritz-Drops in der Schüssel drin sind. Schmecken die lecker. So, fertig. Der Drops ist gelutscht. Haha. Taktik abbrechen, dann wollen wir uns nachher. Gut, also, ich starte bei euch. Ja, dann muss mal kurz. Achso, du musst dich wieder konzentrieren in den Hypnotisieren. Ich dachte, er ist die ganze Zeit hypnotisiert. Und genau hier vorne. Mal tief einatmen. 3, 2, 1. Augen zu. Stell dir vor, du gehst Stufen nach unten und du läufst Schritt für Stück 5 Stufen nach unten. Jedem Atemzug, den du nimmst, eine weitere Stufe, bis du ganz unten ankommst. Perfekt. Und sobald du unten angekommen bist, kannst du 7 tiefe Atemzüge nehmen und sobald du die genommen hast, die Augen wieder öffnen. Sobald du bereit bist und Steven, wenn er die Augen öffnet, kannst du ihm das 2 Sekunden zeigen. Eins, zwei.
Schreibt die Zahl auf, dreht die Kreidetafel bitte anschließend um. Als Verdeckter. Stellt euch dahinter. Auch euch zeige ich die Schüsse 2 Sekunden lang. Seid ihr bereit? Wir haben keine Taktik, ne? Wir machen es. Ja, okay, gut. 1, 2. Auch ihr schreibt bitte die Zahl, von der ihr glaubt, dass sie richtig ist, auf die Tafel. Gut. Wer näher dran ist, hat gewonnen. Genau, wer näher dran ist, hat gewonnen. Okay. Drüber oder drunter. Okay. Super, dann dreht die um. Nochmal korrigiert sogar. Okay. Wunderbar. Zeigt mir ganz kurz eure Zahl. Was glaubt ihr, wie viele Lakritz-Drops sind da 58. drin? 58. 58. Gut. Ist eine 3 oder eine 5? 5. 58. 5. Los Fünf. Geht's. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Also, ihr habt gesagt 38. Ja, mein 58. Mein Gehirn hat gesagt also 22 28, drüber. Aber meine Hand hat ja eine 3 geschrieben, das kann man hier glasklar erkennen. Ja, oder ich hatte zuerst eine 25, das heißt 58 minus 25 ist 33, ist wurscht, wie du es drehst. Ich glaube, wenn man deinen Geburtstag nochmal dazu zählt, dann kommt man genau auf gut, 36. Gut, also, momentan liegt dir etwas drüber, aber wer weiß, was Frank aufgeschrieben hat. Wie viele sind es? 36? Genau. 36. 36. Ich komme, darf ich die Tafel umdrehen? Wunderbar. Ja, da. 38. Hat sich sogar nach unten korrigiert. Das heißt, 2 drüber, diese Runde geht an Frank. Aber 2 daneben, trotzdem gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gemacht. Gute Arbeit. Guck mal, alle waren so angespannt hier im Studio. Also, warte mal, 38, was heißt das? 2 Unterschied. Ja, auch das habt ihr gewonnen. Sehr gut. Wir kommen zur letzten Möglichkeit für euch, eine Runde gegen Timon und Frank zu gewinnen und somit das erste Spiel einzusacken und einen Vorteil fürs Finale zu haben. Dafür müssen wir ein bisschen etwas rausräumen. Also ich glaube, es ist relativ klar, worum es jetzt geht. Wir haben hier 2 Badewannen gefüllt mit Eis. Und ich check einmal ganz kurz, wie kalt es da wirklich ist. Hier das Thermometer, da steht drauf. Oh, guck mal. Da sehen wir es ganz knapp über dem Gefrierpunkt. Oh. Also richtig kalt. Und bei euch beiden? Oh, wahrscheinlich so 26, 27. Ja, genau. Anker. Also. Oh, auch. Also dieselbe Temperatur. Komisch. Also es geht jetzt darum, wer hält es länger in diesem Eisbad aus als der Gegner? Und Klaas, ja, das ist ja deine Disziplin, ne? Mit dem Köpfer rein. Ja, also auf dieser Seite tritt Frank auf jeden Fall an, bei euch tritt an. Aber dann in den Klamotten? Nee, Büchs aus. Kann ich sogar mal mit dem Schwächen. Das kannst du auch ausziehen. Nee, ist in Ordnung. Muss ich aber nicht, oder? Nee, muss. Nein, das T-Shirt lässt du an. Ja, gerne. Ja, nein, das kannst du entscheiden. Das ist hier. Das ist mir so unangenehm. Ich habe meine Schlafbox geschaut. Es gibt so Tage, da denke ich mir so, aber, nein, es gibt wirklich, wenn man hier aber hinkommt. Du schläfst immer in der? Das ist meine, ja, da habe ich habe mich heute nicht so rein, egal. Gut, dann kommen wir nach vorne. Ich gehe so normal wie möglich hier hin. Hört mal ganz kurz zu, bevor du ihn jetzt nochmal hypnotisierst. Joko und Frank, es geht darum, nicht reinzusteigen und bis zu den Knöcheln drin zu stehen, sondern es geht darum, da richtig reinzusinken, dass der komplette Oberkörper unter der Eisdecke ist. Starte kurz, Joko, auf mein Startsignal. Steig schon mal drauf. Schau mich kurz an. Tiefen Atemzug ein. Augen kurz schließen. So eine Sendung wollte ich nicht. Nase letzte Chance für euch, gegen Timon und Frank zu gewinnen. Du steigst langsam, aber stetig rein. Und atmest durch, Nase ein, Mund aus und ausatmen, wenn du reingehst. Okay, ready? Ready. Okay, Frank und Joko, steigt jetzt bitte in die Eiswanne. Okay, stopp. Und taucht. Du musst da so lange drin bleiben. Anker, ausatmen. Wie Leonardo DiCaprio und Gilbert Grape. Und durch die Nase ein. Bis nächsten Morgen. Und weiter rein. Weiter rein, Joko.
Weiter rein. Weiter rein, Knie nach oben. Mega. Weiter rein, du bist ja mit dem Bein nur drin. Zieh die Knie ein bisschen an, dass der Oberkörper auch untergeht. Steigst langsam herab, du hörst nur eine Stimme kommen. Setz dich rein. Hör auf, dieses Gezicht. Alabama! Und spüren wir die Entspannung. Sag mir Alabama. Mega. Lass einfach laufen. Die Temperatur in beiden Badewannen ist knapp über dem Gefrierpunkt. Darf ich testen beide? Klar. Wenn er tatsächlich bis zu 2 Minuten aushält, geht's an die. Frank, machen wir keine Sorgen, ja, ich mache mir Sorgen um Joko. Das ist kurz davor aufzugeben, ganz klar. Also ein, das ist wirklich so. Ich will einfach nur konzentrieren, das ist so doof. Wie geht's, Joko? Sehr gut. Sehr gut. Joko geht's fantastisch. Man sagt auch, Ärzte sagen ja auch, nur ein warmer Toter ist ein richtiger Toter. Hast du das schon mal gehört? Hab ich noch nicht gehört. Ja, das ist so. Ist mir neu. Ja, man kann die Leute runterkühlen, dann halten sie länger. Bei Joko hat meinen allergrößten Respekt. Mega. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht ist er auch festgefroren und er versucht aufzustehen. Das gehört dazu, dass der Timon dich auch mal lobt. Lass dir das nicht gefallen. Nur ich lobe dich. 15 Sekunden, ich gebe noch 15 Sekunden. Er macht da irgendwas mit 15 Sekunden, aber das ist egal, wir halten länger durch. Irgendwann fühlt es sich an, als wenn es heiß ist. Joko, kannst du fühlen, wie es mit jedem Atemzug kälter wird? Nee, kann er nicht. Kann er nicht? Nee, irgendwann kommt fühlen, wie das Verlangen rauszusteigen. Irgendwann kommt der Moment. Ey, du Influencer, irgendwann. Ich bin eiskalt. Dann gib doch auf, ihm geht's gut. Okay, also, das ist jetzt an einer Grenze für euch beide, die aus ärztlicher Sicht nicht mehr gesund ist. Deshalb beide raus. Nein. Beide raus. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Der Punkt geht an euch. Ihr habt diese Spielrunde gewonnen, weil ihr im Prinzip genauso gut, wenn nicht sogar besser seid, als Frank Thonmann. Wahnsinn. Also okay? Okay, warte mal. Ich hol dir mal Bademantel. Hier. Joko. Ja, aber wo kam diese Power her, sag mal? Ich bin mein Pony mehr, kein Witz. No brain, no pain. Ey, Joko, größten Respekt, Alter. Ja, vielen Dank. Ich möchte trotzdem ganz kurz erklären. Ich kann wirklich nicht aufstehen. Nee? Weil möchtest du dich nochmal setzen? Na, die Frage ist, wie ich jetzt hier hoch... Nee, wir helfen dir, komm. Ich hab Schiss, dass ich, wenn ich jetzt mich versuche aufzubäumen, dass ich so wieder reinrutsche, so ganz unwürdig hier hinfalle. Du bist zwar gelähmt, aber der Punkt geht wieder rein. Warte mal, rutscht die Boxer schon? Nee. Nein. Also Timon hatte mir zugesichert, du bist noch 20 Sekunden draußen, ne? Ich hab dir noch 20 Sekunden gegeben am Ende. Alter, ey. Wie lange war denn das? War das lang? Eine halbe Stunde. Ich merke wirklich, über 4 Minuten. Über 4 Minuten. Über 4 Minuten. Jetzt kommt wieder. Also... Willst du das jetzt anziehen? Unfassbar. Normalerweise 2 Minuten ist in einem Rahmen, den man noch vertreten kann. 30 Sekunden gegeben. Genau. Also hör nochmal, Joko. Kannst du mal kurz gucken? Was ist das? Ich guck nicht. Ich weiß nicht. Wir gucken gleich gemeinsam, Klaas und ich. Also ich aber erstmal einen riesen Applaus bitte für Timon und vor allen Dingen auch Frank Thonmann, dass ihr das gemacht habt. Danke euch. Ich danke dir. Timon, Corona hatte ja so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, was deine Tour angeht. Wo kann man dich denn sehen jetzt in Zukunft? Wir sind ab Herbst und hoffentlich sowieso im Frühjahr wieder on Tour. Hamburg, Berlin, Frankfurt, München, Münster, einmal quer durch Deutschland. Wunderbar. Und wenn Sie diesen jungen Mann in der Bahn sehen, nicht tief in die Augen schauen. Vielen herzlichen Dank, Frank und danke, Timon. Alter. Mega. Ey, danke euch. Das war mega, Alter. Wahnsinn. Ja, ist ein guter Mann.
Aber was machen wir jetzt?